So, Balve jubelt. Die Leute hier, die sind von den Socken, ich glaube, wir am Bildschirm auch. Wir haben definitiv dieses Paar noch nie annähernd so gut unterwegs gesehen, wie hier an diesen drei Tagen im Balve. Und was das absolut Bestechende an den ganzen, an den Auftritten dieser beiden ist, das sieht ja aus, als ob die das hier vollkommen mühelos machen. Vollkommen easy sitzt sie da in einer doppelten Pirouette drauf. Dass sie nicht noch ein Liedchen pfeift, das ist gerade alles. Dabei nimmt der volle Last hinten auf, bleibt total zentriert. Gut, von den Piaf-Passagen will ich gar nichts sagen. Das ist einfach nur total klasse. Und das ist genau das, was man immer noch so ein bisschen in den vergangenen Jahren sagt. Man, ah, der ist dann noch so ein bisschen unruhig und hier ist er vielleicht noch so ein bisschen hängstig und da ab und zu noch mal so ein bisschen geladen. Davon ist ja nichts mehr zu sehen. Das ist alles wie die Geigenmusik. Alles aus einem Guss. Das war schon wirklich, glaube ich, ein Totalerlebnis. Ja, also wenn das nicht Gold ist, dann wissen wir es jetzt auch nicht. Ich bin eigentlich ganz sicher, das dürfte ihr zweiter Titel sein. Das war ein Riesenerlebnis, diese Kühe hier zu sehen. Und da ist ja nochmal echt ordentlich was durcheinander gewirbelt. Zwei neue Damen auf dem Podest im Vergleich zu gestern. Wir haben Isabel Werth, die jetzt noch vorne ist. Also ich sag mal, nach Adam Riese hier Silber kriegt. Jessica von Bredow, die Bronze kriegen wird. Und dann hatten wir gestern an deren Stellen Ulla Salzgeber, ja. Und dann leider Fabi Lüttgemeier, was mir tierisch leid tut, die heute ja einfach ein Riesenpech hatte. Ja, und jetzt erwarten wir natürlich hier das Ergebnis für Christina Spriehe. Ich mag gar nicht sagen, was ich... Da steht keine 8 mehr vorne, da steht die 9 da vorne. Wir warten aber noch mal ganz kurz, bevor wir. Und da ist sie. 90,15. So, und jetzt bitte alle mal einen Sekt aufmachen. Christina Spriehe und Desperados gewinnen mit 90,15%. 90, das macht echt so einen Spaß, das zu sagen. Ich sag's gerne nochmal. 90,34%. Das ist mal ein Meistertitel mit einer 9 vorne. Das hat's hier einfach noch nicht gegeben. Christina Spriehe hat es geschafft mit Desperados. Und zwar mit ihrer neuen Kür. Das war Premiere für die neue Kür. Christina Spriehe, ich frage jetzt nicht, wie es Ihnen geht, weil ich glaube, das können wir uns vorstellen. Aber die neue Kür, war das alles so, wie Sie sich das vorgestellt haben? Also ich habe die Kühe zu Hause einmal geritten, also mit Musik. Da hatte ich schon ein recht gutes Gefühl, aber noch nicht hundertprozentig sicher. Deswegen haben wir auch erst überlegt, reiten wir sie auf der Deutschen Meisterschaft. Aber Monika hat gesagt, klar, ran an Speck. Und ja, ich bereue nichts. Also es hat wirklich super funktioniert. Klar gibt es an kleinen Stellen immer noch Sachen, die man ein bisschen... verbessern kann, aber insgesamt, ich freue mich, dass die Kür so gut ankommt und auch bei den Zuschauern und Richtern und muss mich auch bei Monika wirklich nochmal bedanken, dass die hat mir bei der Kür, auch bei der Choreo geholfen und ja, super. Diese Musik, die ist ja speziell. Es ist eine Geigenmusik. Lukas Wecker, darauf haben Sie mich gebracht. Bei der Supertalentshow hat diese Musik gespielt und von Ralf Roder wurde sie dann modifiziert sozusagen. Wie sind Sie darauf gekommen? Also ich bin da eigentlich durch den Herrn Schwieber drauf gekommen, der hat mir diesen Ralf Roder empfohlen, weil der hat auch von ihm eine Kür und die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und so haben wir einfach gesagt, das probieren wir mal und dann hat uns wirklich der erste Vorschlag super gefallen. Ich finde, das es passt einfach zu uns, ist schön harmonisch und ja. Und wie geht das so? Dann reitet man das zu Hause einmal auf die Musik durch, dann passt es ja wahrscheinlich nicht gleich. Dann kommt noch hier so ein Eckchen, da so ein Eckchen. Wie ist das abgelaufen die letzten 3 Wochen oder wie lange haben Sie die Musik schon? Also die Musik habe ich noch gar nicht so lange, ehrlich gesagt. Ich habe, wie gesagt, ich konnte sie einmal im Training reiten mit Musik. Natürlich habe ich die Lektion vorher geritten, klar, aber mit Musik nur einmal. Und das passte eigentlich schon wirklich gut. Und da haben wir gesagt, okay, die können wir so reiten auf der Deutschen Meisterschaft. Und ja, hat geklappt. Die 90 vor dem Komma, ich sag das so gar nicht, ich muss es nochmal sagen. Ist das nochmal ein i-Tüpfelchen auf den Meistertitel oder ist der Meistertitel hier doch ganz klar im Vordergrund? Na klar, 90%
wer freut sich da nicht drüber? Also ist meine Bestmarke und das ist nochmal das i-Tüpfelchen auf den Titel, klar. Alle sagen, so gut haben wir die beiden noch nie gesehen wie hier in Balve. Er macht einen wahnsinnig zufriedenen Eindruck. Wir hatten schon mal drüber gesprochen, er steht jetzt bei Ihnen zu Hause. Sie sind mindestens dreimal am Tag bei Ihnen. Ist das auch so ein bisschen Stress, den man jetzt hat? Ist das jetzt eine enorme Erwartungshaltung? Denken wir jetzt alle, Sie haben immer 90% in der Kür? Ah, ich denke, das wird nicht der Fall sein. Es können immer mal Fehler passieren. Aber ich bin froh, dass Desperados, dass der im Moment wirklich so gut drauf ist, auch vom Kopf her. Der ist schön relaxed im Viereck. Ich komme zum Reiten und ja, auch, dass er viel rauskommt. Ich glaube, das tut ihm besonders gut, auch für den Kopf. Und ja, das Training mit Monika, ja, weiß ich sagen soll. Er deckt ja auch. Im Moment ist aber Deckpause, oder? Bis wann hat er gedeckt und wie lange geht jetzt die Deckpause? Er hat über den Winter so um die 8 Wochen gedeckt und jetzt ist er wieder voll raus, also jetzt nur noch Sport. Und dann, wenn die ganzen Turniere, wenn Turnierpause wieder ist, dann muss er wieder ran. Aber jetzt erstmal, das Jahr ist erstmal jetzt nur Sport. Ich brauche jetzt wahrscheinlich gar nicht groß nach dem Plan zu fragen. Wir haben ja noch Sichtungen in Perl und Aachen. Haben Sie außerdem noch was geplant? Im Moment noch nicht. Es kann natürlich sein, dass ich zwischendurch noch mal ein Turnier reite, aber das habe ich mit Monika jetzt noch nicht wirklich besprochen. Erstmal sind die Turniere stehen an und mal gucken. So, ich denke mal, Sie machen heute Abend einen ordentlichen Sekt auf. Wie sieht das mit Desperados aus? Hat der morgen Koppeltag? Na, Koppel wahrscheinlich eher nicht, aber Paddock und Führtag? Oder wie feiert er seinen Meistertitel? Ich glaube, mit ganz vielen Äpfeln und Möhren von den ganzen Stallmitgliedern bei uns. Und ja, der hat morgen erstmal Pause. Der hat erstmal zwei Wochen Pause jetzt. Also was heißt Pause, aber ein bisschen locker machen, ein bisschen grasen gehen und so Sachen. Ja, und bei Ihnen geht das jetzt erst eigentlich richtig los, die Arbeit, das weiß ich. Da stehen nämlich jetzt jede Menge Kollegen, warten auf die Pressekonferenz, warten auf Einzelgespräche und wir haben ja auch noch die Meisterehrung auf dem großen Platz. Christina Spree, Riesenglückwunsch und vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ja, das war ein Erlebnis, glaube ich, hier. Das haben wir alle sehr genossen. 90% und ein deutscher Meistertitel. Neben mir steht die Chefrichterin. Das ist Katrina Wüst. Sie ist nicht nur, in Anführungszeichen, Chefrichterin hier in Balve gewesen heute. Sie ist auch absolute Kür-Spezialistin. Katrina Wüst, erstmal vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Und ganz kurz ein paar Worte zu dieser Kür von Desperados. Ja, das war eine fantastische Kür, aber ich möchte eigentlich alle loben. Wir haben hier Weltklasse-Sport gesehen. Und gerade bei den letzten Reitern, da liefen einem die Gänsehaut oder die Schauer über den Rücken. Also das war schon toll, was wir hier gesehen haben. Die Kür, da wird ja immer gerne drüber geredet. Ist das so ein bisschen Pi mal Daumen? Die Musik hat mir gefallen, da gebe ich eine 10 oder die fand ich jetzt nicht so schön, dann wird es nur die 5. Ein bisschen mehr Spielregeln wird es schon geben, oder? Ja, wir haben relativ viel Spielregeln, auch wenn das immer so subjektiv aussieht. Es ist natürlich klar, die technischen Lektionen und auch die Harmonie und der Schwung des Pferdes, das sind ja auch bei der sogenannten künstlerischen Note, sind das ja auch nochmal technische Bewertungen. Wo es subjektiv werden kann, aber nicht so sehr, wie der Zuschauer oft denkt, ist die Choreografie, ist der Schwierigkeitsgrad und die Musik. Und bei der Choreografie gibt es eigentlich ein ganz einfaches Mittel, wenn man das Gefühl hat, es ist kreativ, es ist neu, innovativ und es passt zum Pferd. Das Pferd kann es mit Leichtigkeit und auch im Rahmen seiner Möglichkeiten bewerkstelligen, dann stimmt die Choreografie. Und das Gleiche gilt für den Schwierigkeitsgrad. Der größte Schwierigkeitsgrad verpufft, wenn das Pferd es nicht darstellen kann. Und hier gerade in der Spitze haben wir natürlich tolle Leistungen gesehen und da gehen wir als Richter dann auch mit dem Schwierigkeitsgrad in den 9er-Bereich. Ja, und mit der Musik gibt es auch eigentlich die Faustformel, die muss zu allen 3 Grundgangarten, zur Piaf, zur Passage zusätzlich passen und ein bisschen auch zum Typ von Reiter und Pferd. Also wenn das alles gegeben ist, da haben wir unsere Kriterien, dann geht die Note hoch. Also ein bisschen Gefühlssache haben wir ja auch alle hier dabei gehabt, gerade eben bei Christina. Es war das allererste Mal, dass sie diese Kür gezeigt hat. Die Kür ist ganz neu, Geigenmusik von Ralf Roder zusammengestellt. Wie fanden Sie das? Hat das gepasst zu diesem schicken Rappen oder was haben Sie da gegeben in der Musik? Ich habe eine 9-0 gegeben. Ja, es hat sehr, sehr gut gepasst. Und ich meine, die Christina ist nicht nur ein hübsches
eine hübsche junge Frau, sondern man merkt ihr ja auch das reiterliche Gefühl an. Und das hat diese gefühlvolle Musik auch sehr gut widergespiegelt. Also das passte eben auch zum Typ Pferd, zum Typ Reiterin. Das hat das sehr, sehr gut widergespiegelt. Insgesamt 5 Paare über 80%. Das haben wir noch nie gehabt bei deutschen Meisterschaften. Im vergangenen Jahr hatten wir 2 Paare über 80%. Liegt das daran, dass Sie alle heute so gut gelaunt waren und hohe Noten gegeben haben? Oder liegt es daran, dass das Niveau so viel besser geworden ist noch? Ja, ich glaube, das Niveau ist einfach viel besser noch. Wir haben ja, ich habe die letzten Jahre hier gerichtet und wir haben nicht nur nicht so viele Paare über 80% gehabt, die sind auch nicht so geritten wie heute. Das war schon klasse. Weltklasse. Weltklasse.